Herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich bin Redefer und heute spielen wir mit, ich weiß nicht, Judas? Naja, okay, spielen wir mit Judas. Ich mag Judas zwar nicht, mit ihm werde ich glaube ich instant sterben, weil ich bin so super gut im Dodgen. Deswegen macht das auch alles keinen Spaß. Ich hoffe, dass wir ein Health Upgrade kriegen, gleich hier irgendwo demnächst von unserem ersten Bossgegner. Das wäre delicious. Wow, diese Fliege möchte mich umbringen. Umbringen. Oder haben wir schon mal als Judas gespielt? Ich bin mir gar nicht sicher. Wow, das Ding hätte mich beinahe umgebracht. Ich hätte es natürlich auch da runter zu der Kiste schieben können, aber da habe ich gerade nicht dran gedacht in meiner Geistesabwesenheit, als ich versucht habe, ernsthaft, direkt in diese Fliege reinzudodgen. Nice. Das könnte ein sehr schneller Run werden. Sehr, sehr schnell. Und danach probieren wir es gleich nochmal, wenn wir hier verkacken. So, da habe ich schon 5 Cent. Hey, das Yamhart. Das ist ganz nützlich. Für diesen einen Moment. Aber ich möchte es nicht eintauschen gegen das Book of Belay. Denn das gibt uns zumindest jetzt hier noch für den ersten Boss oder für die nächsten paar Bosse einen entscheidenden Damage Boost, den wir noch dringend nötig haben. Und deswegen, ja, behalte ich das lieber. Also, wenn wir jetzt das Damage Upgrade kriegen sollten von den Steve-Brüdern, Mr. Jobs und Carell, ja, die haben unterschiedliche Nachnamen, sind nur ihre Vornamen. Steve ist derselbe. Dann wäre das, ja, weiß nicht, dann könnten wir unter Umständen das Yamhart mitnehmen. Oder wir krepieren hier einfach an diesem kleinen Drecksding. Oder auch nicht. Gut. Little Steve ist nicht schlecht. Ist ein gutes Upgrade. Ich will mich nicht beschweren. Besser als, ich weiß nicht, Range Up oder, weiß ich nicht, Pageant Boy. Also, naja. Gut, Pageant Boy gibt zwar Coins, aber damit kann man nicht viel anfangen. Ich meine, man kann in den Shop gehen. Aber es muss ja nicht heißen, dass da auch irgendwas Gutes drin ist. Wir haben keine Bomben. Toll. Ich wollte mich gerade hier genüsslich so positionieren, dass ich da versuchen kann, alles wegzusprengen, aber nachher vielleicht, wenn wir dann irgendwo, oh, hier liegen so viele Tinted Rocks und blaue Steine rum. Und das wäre schon delicious, wenn ich die haben könnte. Und ich nehme die Pille mal mit. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt als Judas am Anfang direkt eine Health-Down-Pille kriegt. Ich weiß nicht, ob man dann instant stirbt oder ob das dann, keine Ahnung, welche Auswirkungen hat. Das müsste ich eigentlich mal testen. Deswegen teste ich die Pille jetzt. Telepilz. Super. Glück gehabt. Es hätte uns schlimmer treffen können. Ich weiß nicht, sowas wie, was weiß ich nicht, Stars. Die werde ich jetzt mal einsetzen. Doctor's Remote ist ganz unnützlich, möchte ich mal meinen. Aber die nehmen wir jetzt mal mit. Denn das ist ja, die bewirkt hier dasselbe wie eine Bombe. In dem Sinn. Und damit können wir zumindest hier jetzt mal, so, das hier wegsprengen. Super. Das war genau das, was ich nicht wollte. Aber gut. Oh. Jetzt möchte ich bitte nur die Bombe haben. Krass. Ich könnte mir diese Golden Chest öffnen und hoffen, dass irgendwas Gutes drin ist. Andererseits, nee. Doch, jetzt könnte ich es machen. Ja, ich meine, wir waren schon in unserem Dingens Room hier, oder in so einem Treasure Room. Und wir haben auch einen Schlüssel schon für den nächsten Treasure Room, deswegen können wir da ruhig mehr reinlinsen, da wir ja noch nicht genug Money für den Shop haben, wie ich finde. Also, wir könnten darauf hoffen, dass irgendwas für 3 im Angebot ist. Das macht es nicht viel besser. Und darauf bauen, das weiß ich nicht, dass unsere ganze Zivilisation nicht zusammenstürzt.
Oder wir schauen einfach mal da rein und hoffen aufs Beste. Go. Und da haben wir ein Eternal Heart. Ja. Ich will jetzt nicht meine Chancen... Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Chancen da... das irgendwie ins Ziel zu bringen, grandios wären. Und jetzt könnten wir eigentlich doch in den Shop gehen. Aber hey. Nächste Runde ist auch noch ein voll fett krasser Shop, den wir besuchen können. Ich meine, wir haben nur einen Key, wir haben 14. Pech haben ist kein Steam Sale und dann müssten wir 15 zahlen und dann wären wir sowieso fahr am Arsch. Deswegen gehen wir hier jetzt rein und begrüßen Larry Jr. zu seiner Stunde der Vernichtung. Hoffe ich zumindest. Wow. Ich möchte auch gern das Eternal Heart behalten. Das wäre äußerst delicious. Okay. Einer down. Einer im Sinn. Und ich will ja auch nicht zu viel riskieren. Ich will vorsichtig spielen. Vorsichtig, sicher, damit wir das hier retten können. Es wäre nämlich super toll, gleich mit noch einem Health-Upgrade hier zu starten im nächsten Flur. Fett. Tiers ab, HP ab. Ich könnte jetzt reingehen, aber da sitzt sicherlich Krampus da. Ach egal, sind sowieso scheiß Upgrades. Aber wir können ja mal die Flämmchen hier noch entflammen. Ja, ich weiß nicht, ist das... Nee, das ist nicht Sister Maggie, das ist Dingenskirchens. Das ist Bullshit. Den brauchen wir nicht. So. Curse of Darkness. Schon wieder hatten wir es nicht eben schon. Wir können auch mal die Kiste sprengen. Rusty Key. Ich glaube, damit droppen wir mehr Keys. Ist das möglich? Ich bin mir nicht sicher. Wow. Ihr Popcorn-Head-Shit-Typen. Ihr seid ganz schön kacke. Ich weiß gar nicht, was der Rusty Key macht. Aber ich kann hier mal einsacken. Denn haben ist immer besser als nicht haben. So. Und noch das dritte. Super. Wow. Da hat mich gerade Ribbon angeschrieben. Ha, gut, dass ihr das nicht seht. Ja, ich bin schon so voll fett und mache meine Anzeigen immer aus, wenn ich aufnehme. Oder hab sie allgemein aus. Trotzdem wird es mir manchmal angezeigt. Aber das ist ja egal, solange jetzt hier gerade nichts angezeigt wird. Und ich hier einfach nur so vor die Hunde gehe. Oh mein Gott, ich dodge einfach voll rein. Ich sterbe vor so einer Drecksfliege. Das ist uncool. Hatte ich ja nicht noch irgendwo Leben gebunkert. Ah, toll. Super, jetzt bin ich... Es liegt an Riven, dass ich jetzt verkacke. Es liegt eigentlich an Riven, also... Ganz klar, er ist schuld. So, und hier, der was anderes behauptet. Ist ignorant, ignorant. Ihr seid alle ignorant. Ja, hier droppt natürlich auch gar nichts. Danke dafür. Ich könnte jetzt hier zwei Bomben verwenden, um eine Bombe zu kriegen. Aber ich habe keine Bombe. Deswegen lasse ich das und gehe einfach hier weiter. In der Hoffnung, dass hier irgendwann... Ja, ich mach das Ding mal kaputt. Boop. So. Los, komm schon. Geh irgendwo hin, wo ich dich treffen kann. Wie gern ich hier rein ab. Also es ist immer nervlich anspannend, wenn alles einen töten kann, theoretisch. Und wenn dann auch noch dieser kleine Helfer, den wir eigentlich beschäftigen, die Leute auch noch in, also die Mobs auch noch in unsere Richtung pusht, dann ist das besonders spaßig und elektrifizierend. Oh, und Greed-Köpfe sind gar nicht lustig. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie aus tiefstem Herzen. Noch mehr als ich Greed hasse. Ich habe eigentlich nichts gegen Greed. Ich meine, Greed ist ziemlich cool. Ich meine, wer ist nicht gierig? Gut, dann war es das auch mit dem Shop.
hat sich das erledigt. Vielen Dank dafür. Hey, Quadshot. Jetzt sind wir awesome. Ja, das ist schon nicht schlecht. Jetzt bräuchten wir noch Spoonbänder. Das wäre ein krasses Upgrade. Dann hätten wir Quadshot und Homing Shots. Das wäre... Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will jetzt auch mal... Nee, wir haben immer noch keine Bomben. Gut, dann hat sich das jetzt hier eigentlich schon auf diesem Flur erledigt. Oder nicht? Warte, was? Wie viel liegen da? Da liegen wieder 7 Cents. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mir hier eine Bombe kaufen kann für 5 Cent oder auch nicht. Ich könnte mir mal Trinket Space kaufen. Nein, könnte ich nicht. Was könnt ihr? Ja, ich kaufe mir mal das Spirit Heart. Für den Fall, dass ich übelst dick am Krepieren bin. Aber ich muss sagen, dass bis jetzt unsere Upgrades nicht schlecht sind. Quadshot ist cool. Das Meat-Shit war cool. Little Steven ist auch nicht schlecht. Boah, Blood ist... ich würde nicht sagen, ja... Fickt uns. Ernsthaft. Gucken, wie lange war jetzt die Aufnahme? 11 Minuten. Krass, oder? Ich würde sagen, das replayen wir mal. So fett wie wir sind. Ja. Awesome. Da hatten wir jetzt schon mal so halbwegs gute Upgrades. Und hätten vielleicht sogar irgendwas damit reißen können und ich verkack's natürlich. Aber der Blah hat gleich als. Ach, das Blah ist uncool. Und dann auch noch mit so einem Room-Layout, wo man sich eigentlich kaum frei bewegen kann. Wenn es jetzt so ein Layout gewesen wäre, wie wir hier als hatten, als wir Steve und Little Steve bekämpft hätten, dann weiß ich nicht. Hätten wir vielleicht höhere Chancen gehabt. Aber so war einfach nur Kacke. Einfach nur tiefgehend Kacke. Ich weiß gar nicht... Der Blood, der ballert dir immer Laser, wenn man irgendwie neben ihm läuft. Und ja... Dahingehend hätten wir so oder so irgendwann was kassiert. Und mein Ohrstöpsel flutscht mir aus dem Ohr. Schnell mal rejustiert den Shit. Ja, und dann gehen wir hier mal hin und sammeln noch mehr Keys. Jupp. So, also wir haben jetzt schon mal genug Keys, um in den Shop und in den Dingens Room zu gehen. Item Room. Treasure Room. Bräuchten jetzt vielleicht noch eine Bombe, damit wir hier auch an diesen Awesome Delicious Tinker Drug rankommen könnten. Denn mit denen habe ich immer Hintergedanke. Ich meine, die lassen in der Regel Spirit Hearts fallen. Oder vielleicht auch Drug. Also das Drug Upgrade. Und Drug ist schon ziemlich knallhart und cool. Obwohl der auch in so ziemlich jedem Film mitspielt, der jetzt gerade rauskommt. Ich meine, der spielt mit in G.I. Joe, was demnächst kommt. Der spielt mit in... Ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie diese ganzen Filme hießen. Wo er mitspielt. Oder was Bruce Willis, der in jedem Film mitspielt? Ich glaube, jeder spielt heutzutage in jedem. Wow, 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 Dr. Fiedes. Ernsthaft. Krass. Gut. Dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass ich das nicht verkacke. Wenn ich jetzt schon diese epische Chance habe, hier mit Dr. Fiedes spielen zu können. Homing-Bombs wären jetzt doch krass. Boah. Ultra-Secret Room. Den nehmen wir natürlich mit. Auf die Gefahr hin, dass wir uns dieses Eternal Heart selbst wegbomben. Ich muss aber sagen, dass es hier jetzt die Gefahr gibt, dass der Boss uns einfach nur so derbst wegfickt, weil wir ja uns irgendwie so selbst mit unseren Bomben verdingseln. Ich muss jetzt mal überall checken, weil ich weiß nicht, warum ich überall checke. War hier Curse of the Lost? Nee, das eben war Curse of the Lost, jetzt gerade nicht mehr. Und ich bin so verwirrt, aber ich finde es gut, dass wir Dr. Fiedes haben. Also finde ich nicht schlecht.
Ah, nee, du kannst dich verziehen, Spider-Ding. Spider-Bombe. Und dann wird das Ding wohl da oben beim Shop sein. So, hier. Auch nicht. Okay, das finde ich jetzt seltsam. Das finde ich jetzt ostig seltsam, dass hier nirgendwo ein Secret Room ist. Dem werde ich jetzt mal versuchen, genau auf den Grund zu gehen. Nein, boah, da boah, ich wäre beinahe reingelaufen. Ist ja unglaublich, unglaublich. Okay, hier ist keiner. Also ich werde jetzt überall nach diesen Secret Rooms Ausschau halten. Da ich meine, wenn wir jetzt schon unendlich Bomben haben, dann können wir das doch auch mal ausnutzen. Da ist er auch. Krass. So, damit haben wir jetzt 11. Rechtfertigt das schon einen Besuch im Shop? Ne, wir können ja mal reinschauen. Also, schaden kann es uns ja eigentlich nicht. Wir sollten außerdem möglichst bald unser Dingens loswerden. Upp. Ich nehme mal mit das Wild Heart und einen anderen Key. Da wir höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Coins kriegen werden, dadurch, dass wir ja Dr. Fides haben. Wow. Das ist auch noch der verstärkte Pip. Pip ist zum Beispiel ein Gegner. Nee, Pim. Wie hieß er? Der ist ohne Dr. Fides, glaube ich, leichter. Oder auch nicht, da er sowieso nur zwei Hits aushält. Gut, finde ich krass. Boah, ich muss sagen, wir sind jetzt schon ganz gut dabei. Ich meine, wir haben zwei Health Upgrades, wir haben Dr. Fides. Wir sind ja relativ mächtig, möchte ich meinen. Können natürlich aber auch ganz schnell wieder in unserem Loch verschwinden, dass wir uns so selber graben. Vor allem sind solche Räume mit Gegnern, die einen verfolgen, uncool, vor allem wenn es diese Fleischspatzen sind, weil die gehen durch Bomben durch, also die ignorieren die normalen Bombenphysikgesetze. Dahingehend, ja, das ist ganz schön kacke. Ich würde jetzt gerne einfach mal alle Steine wegsprengen wollen. Danke. So. Wah. Wah. Ah. Dämliches Spinnennetz. Fuck, seist du. The Chariot. Krass, krass, krass. Gucken, was hat dieser Raum hier für uns? Du Relic. Sag ich nicht nein dazu. Sage ich eindeutig nicht nein dazu. Ich muss sagen, ja, hier baut sich irgendwas zusammen, was das Potenzial hat, gar nicht mal so schlecht zu werden. Und ich hoffe, das bleibt so. Wusch. So, machen wir noch das Kotklümpelchen da kaputt. So, machen wir da eine Bombe. Wow, Ultra Secret Room. Ah, soll ich es wagen? Ja, ich wage es. Ho, zwei Spirit Hearts. Awesome. So, ich glaube, Isolde, die Glücksfee, scheint uns heute zu sein. Ich meine, normalerweise kriege ich immer nur Double Spiders in solchen roten Kisten. Da ist so Double Spirit Heart schon eine gelungene Abwechslung, möchte ich meinen. Ja. Spinnen sind auch so diese Gegner, die ich nicht unbedingt haben muss, wenn ich Dr. Fides habe. Los, komm schon. Lauf in meine Bombe. Genau so. Wo ist jetzt der Secret Room? Das ist die Frage. Ich nehme mal an, der wird dann hier sein. Der wird dann hier sein. Oder halt nicht. Okay. Wir haben hier überall gesprengt, wir haben hier überall gesprengt. Wir haben hier überall gesprengt. Ich kann theoretisch noch hier rein mal schauen. Nee, das ist seltsam. Ist seltsam. Ach,
Doch, da ist er. Okay. Och, Transcendence ist ja auch awesome. Also, wir mausern uns hier richtig was zurecht. Das ist schon feierlich, muss ich mal so sagen. Wird delicious. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht verkacken können. Also ich kann in jeder Situation verkacken, zumindest vor allem, wenn es hier gegen fucking Gertie Jr. ist, wo der hier mit Dr. Fides kein Problem darstellt. Hoa! Und ich wäre jetzt eigentlich auch bereit für irgendeinen Deal mit dem Devil oder Deal mit dem Angel oder irgendwas. Sind wir jetzt auch auf dem XXL-Floor? Das wäre natürlich... Frest. Ja, ihr dürft euch auch mal da wegbewegen aus dieser einen Zeile, in der er da immer rumwabert. Goathoof. Warte, was macht denn das? Das macht doch irgendwas. Ich weiß, dass es irgendwas macht, ich weiß noch nicht mehr was. Werden wir aber sicherlich herausfinden. So, wir bomben hier unseren Weg frei. Checken überall nach Secret Rooms. Wip. Okay, hier haben wir nichts. Dann schauen wir mal, was es in der Richtung hier gibt. Spiders. Ich hasse Spiders. Everybody hates Spiders. Ja, okay, gut. Es war Glück, dass es das noch erwischt hat. Also hätte ich nicht damit gerechnet. Aber umso besser für uns. So, und hier auch nichts. Mal gucken, ob wir den Typen sprengen können. Yo, Spinnen! Vielleicht sichert uns das ein Deal mit den Angels. Wäre auch cool. Also, ich mag Angel-Deals, obwohl ich jetzt nicht direkt wüsste, was ich davon würde haben wollen. Von diesen ganzen Angels-Sachen. Aber egal. Wenn es irgendwann soweit kommt, dann sind wir gewappnet. Ja, das ist auch so ein super Raum. Ich weiß gar nicht. Jo, die gehen auch durch unsere Bomben. Ja. Los. Stirb, du einzelnes Vieh. Oh man, bieg doch nicht einfach so random ab. Junge. So, perfekt. Das ist kein schlechter Ausbeuter. Kein schlechter Ausbeuter. Ich würde sagen, auf in den Shop, sobald wir... Okay, jetzt könnten wir uns relativ schnell ficken mit diesen ganzen Fliegengedöns hier. Relic hat ein Spirit Heart gedroppt. Das finde ich ja mal nett. Machen wir noch den ganzen Rest kaputt. Wenn es jetzt noch Balls of Steel wäre, dann wäre das ziemlich cool. Könnten natürlich auch Telepilz sein, die uns dann direkt zum I Am Error Room führen, was weniger cool wäre, aber das ist nur eine Idiotenpille. Gut, hätten wir auch diese Gefahr gebannt. So, und noch ein Key eingesackt. Krass. Ich finde es auch gut, dass das Game so gut mitspielt und uns hier nicht noch extra mit Bomben überhäuft, da wir sowieso schon Bomben en masse haben. Ah, The Game Kit. The Game Kit. Normalerweise würde ich sagen, nein, aber da wir ja Book of Belial sowieso nicht mehr brauchen, dank unseres ultra krassen Upgrades, sage ich einfach mal, wieso nicht? Und ich habe hier nicht gecheckt. Und hier. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass es da unten irgendwo im Treasure Room irgendwo mit rumdümpelt. So, The Chariot. Also haben wir jetzt zwei Unverwundbarkeits-Items. Dazu Dr. Fides. Und. Jo. Spinnenraum. Relic, super, also. Oh. Ich bin gerade etwas baff von unserer
Ja, das ist krass. So, wir werden hier regelrecht überhäuft. Es scheint so, als würde das Game wollen, dass wir mal einen halbwegs anständigen Run hier fabrizieren. Und ich würde ihm seinen Wunsch gerne erfüllen. Gerne, gerne, gerne. Deswegen werde ich jetzt auch über hier hingehen. Denn ich habe noch die Hoffnung, dass wenn wir hier weiter uns umsehen, dass wir dann irgendwann auch auf Greed? Nein. Wie heißt denn? Nee, nicht Greed. Bomberman treffen. Der uns dann volle Kanüle noch ein Damage-Upgrade für unsere Bomben gibt oder Homing-Bombs oder irgendwas. Ich gehe zuerst hier rein. Book of Seven Sins. Ne? Das ist jetzt nicht das, was ich mir erträumt hätte. Aber wir können es ja einmal verwenden, um eine Pille zu sparen, die ganz krass ist. Bombs are key. Vielen Dank für gar nichts. Das ist jetzt genau die Pille, die ich nicht hätte haben wollen. Naja, trotzdem werden wir mal im Shop vorbeischauen. Super, jetzt verkacke ich es hier gegen fucking Fistula. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Hier. Fühlt euch gegamekittet. So, es war jetzt zwar wasted, aber wieso nicht? Bam. Eine Bombe. Toll. Davon kann ich mir was kaufen. Naja, nehmen wir hier Chariot noch mit. Nein, der Chariot, weil es noch aufgeladen ist. No, deswegen. Ich meine, es macht vom Prinzip her genau dasselbe, außer dass uns die GameKit noch nebenbei hielt. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommen wird, dass die gehielt werden müssen. Aber ich bin so müde. So. Und jetzt suchen wir einfach mal weiter unseren vollfett krassen Shop. Jo, das war super meisterlich. Ich werde natürlich auch ein paar Münzen hier in die Maschine investieren können für noch mehr Spirit Hearts, aber hey, wieso auch. Wir nehmen hier die Map und noch ein Spirit Heart und dann sind wir eigentlich gut gewappnet. Och, geht das da noch weit. Und ist das hier ernsthaft? Ach, das ist wirklich ein XXL-Floor. Ich war mir da jetzt eine Zeit lang nicht sicher, aber ja, natürlich, wenn wir hier zwei Treasure Rooms hatten, hätte mir das eigentlich auffallen müssen. Nee, GameKit, wir wollen dich heute jetzt nicht mitnehmen. Ah, sterbt. So. Na, so schnell geht das. Wow. So. Noch diesen Raum halbwegs gut gelöst. Der Raum ist kacke. Das rieche ich schon. 5 Kilometer gegen den Wind, aber auch den lösen wir souverän. Dr. Fides ist eben Dr. Fides. Wollt ihr euch nicht gegenseitig auslöschen? Jo, damit habe ich gerechnet, dass sowas passiert. Aber naja. Wer so awesome ist und solche awesome Items hat, der muss auch ein bisschen einstecken können. Wafer wäre jetzt noch cool. So, das wäre wirklich das Sahnehäubchen auf dem Eclair, was unsere Itemliste hier ist. Und ja, gut, legen wir es mal mit den zwei Bossen hier an. Ich hoffe, dass wir hier einen vollfetten Deal mit dem Angel klar machen können. Ich meine, wir haben immerhin Demon Judgment getötet und ich weiß gar nicht, ob das auch beeinflusst, aber ich weiß ja, wenn man hier nur Judgment oder diesen Beggar tötet, dann hat man ja einen Deal mit dem Devil Room gewiss, sozusagen. So, ich habe keinen Bock auf dich. Du kannst dann auch mal. Es war wunderbar angelegt. Au. Wie wär's mit Stirb, hä? Wie wär's damit? Jo, genau so sieht das nämlich aus. Oh, und Squeeze. Noch mehr Spirit Hearts für uns.
und ein Tears Upgrade. Was? Okay, der, du bist kacke. Ich hasse Spinne, die noch mehr Spinnen rotzt. Und irgendwie Daumen hat als Beine. Okay. So. Das ging. Na, super. Das war doch klar. Genau als es aufhört, rennen wir danach in Gegner und. So. You have been blessed. Oh yeah. Gut, gab's hier noch irgendwas, was wir machen wollten? Nö. Gut, dann auf in die Tiefen. Ernsthaft? Immer nur solche fucking Labyrinthräume. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch wie Bullshit. Ich hoffe, wir kriegen ein paar einfache Gegner. Stimmt ja, ich kann ja fliegen. Wow. Verdammt, die fliegt direkt in die scheiß Fliegen rein. Ernsthaft. Polaroid. Nehme ich. Ich will ja nur noch diesen ganzen Kothaufen hier beseitigen. Damit mir nichts und niemand im Wege steht, wenn ich einfach dieses Ding an mich reiße. Nee, ich möchte gerne Polaroid nehmen. Jop. No so, nicht anders. Ich liebe es einfach, über irgendwelchen Abgründen zu schweben, während die Gegner einfach nichts machen können. Vollkommen hilflos sind gegen eine Awesomeness und mich dann doch mit ihren Scheißbomben treffen. I have been blessed. Ja, Fistula ist so ein Gegner, der ist ziemlich nervig, wenn man nur Bomben hat. Ja, jetzt habe ich eigentlich auch schon einen fatalen Fehler gemacht, indem ich einfach alle hier gesplittet habe. Na, los, geht drauf. Bitte, sterbt doch alle. Ich will doch nur da in diesen leckeren Treasure Room kommen, um mir dann mein letztes Item hier abzuholen. Für diese Runde. Und ich wette, wenn wir jetzt in den Shop gehen, erwartet uns dort Greed. Bad Trip. Nice. Nein, es ist super Polyphemus. Was uns nichts bringt. Oh verdammt, ernsthaft. Das war kacke. Ich hätte Polyphemus nicht mitnehmen dürfen. Dadurch hat sich jetzt unser Speed verringert. Und zwar auf, ich weiß es nicht. Also wir brauchen jetzt Jahre, um eine neue Bombe rauszubringen. Das ist ganz schön kacke. Also ich will nicht sagen, ich habe mich... Gut, mit dem Rock habe ich mich jetzt auch selber gefickt. Da Damage-Upgrades uns ja eigentlich egal sind. Da wir sowieso mit Bomben hantieren. Ich bräuchte jetzt sowas wie Number One noch. Um das irgendwie wieder wettzumachen. Ja. Gut, der Run hat super angefangen und ich habe es dann irgendwie verkackt. So wird es in den Geschichtsbüchern stehen. Und jo. Naja. Es hätte wohl auch irgendwie noch schlimmer kommen können. Zumindest haben wir mal Dr. Fides gesehen, also war doch auch mal schön. Auch wenn es nicht lange gehalten hat. Oh, ernsthaft, du verschissenes Fistula-Shit-Anal-Ding. Es ist ein bisschen nervig, ja. Ich hab's vermasselt. Es ärgert mich jetzt auch. Es ist... Wir hatten alles, alles. Alles, was wir für einen erfolgreichen One hätten brauchen können und ich verkack's hier. So derbst.
Ich meine, jetzt können wir nicht einfach Bomben spammen. Jetzt müssen wir jede Bombe, die wir nehmen, müssen wir uns sorgfältig überlegen. Weil uns sonst, ich weiß nicht was, alles um die Ohren fliegt. Ja. Das ist kacke. Und hört doch mal auf mit diesen scheiß Fistula-Räumen. Fistula nervt. Unheimlich. Hier, frisst eine Bombe. Yay, Secret Room, von dem ich schon wusste, dass er da sein wird. Toll, oder? Hm. Naja, immerhin. Coins. Ja, verdammt, wir hätten da runtergemusst. Ne, wir gehen mal hier lang. Vielleicht ist an dem Ende ja hier noch irgendwas. Ne. Wir benutzen mal das hier. Super. Das war klar. Das war irgendwie extrem vorhersehbar und trotzdem habe ich gehofft, dass es anders kommen wird. Und ja, gut. Damit sind unsere Hoffnungen auf noch irgendein wunderschönes Item, mit dem wir irgendwas machen können, zunichte gemacht worden. Ja, die... Ich brauche die Kohle jetzt nicht. Ich meine, egal was jetzt noch kommt... Ich kann das Geld nicht gebrauchen. Eifer und Pilz, ja, können wir uns ja auch noch mit reinzwiebeln. So, und hier haben wir schon unseren Boss. Nichtsdestotrotz möchte ich aber bitte noch in den... Gut, wir haben den zweiten Treasure Room auch noch mitgenommen. Also das Einzige, was uns jetzt noch hier bleibt, ist gar nichts. Dieser ganze Raum war voll für den Arsch. So. Oh, es ist das Herzding. Ich habe solche Angst vor ihm. Wenn ich doch nur häufiger Bomben verballern könnte, dann wäre das schon ein Fortschritt. Ja, friss Bombe. Ich finde es auch immer sehr verwirrend, dass dieses Ding hier keinen Lebensbalken hat. Was mich aber nicht daran hindert, ist einfach zu ficken. Super. Range Up. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Bam. So, bist du denn bald mal tot hier? Ja, ich hau noch das Ding rein. Dann laufe ich gegen deinen Fuß davor. Und hier. Na, los, spawn irgendwas. Du bist so eine schlechte Mutter. So, hätten wir das auch hinter uns. Und hey, noch ein... Hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube nicht. Na, wir können jetzt Double Polaroid gehen. Hätten wir jetzt anderen Scheißdinge mitgenommen, oder? Wir können es einfach nicht. Auch gut. Wir gehen einfach nach unten. Ist sowieso alles scheißegal. So, mal schauen. One up. Krass. Es wird uns sicherlich sehr weiterhelfen im Kampf gegen alles so ziemlich. Jo, das war gekonnt, möchte ich meinen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier jetzt noch rumschlage mit denen. Einfach nur so, um zu sehen, wie ich fehle. Gut, auf Wiedersehen. So, wir gehen jetzt nach hier. Ich bezweifle zwar, dass hier der Boss sein wird, aber... Es nervt ein bisschen, dass ich so verkackt habe. Ernsthaft. Super. Hätte ich jetzt... nicht dieses scheiß Polyphemus aufgehoben. Hätte er noch eine Bombe im Rachen stecken gehabt, aber... Nö. Toll. Ist das vielleicht ein Raum voller Spiritharts? Wenn nein, dann verzieh dich. Scheiß geheimer Raum. Hierophant. Den nehme ich. Krass. Toll, Pushpin, kannst du behalten. Den Scheiß. Wenn ich jetzt der Bossroom wäre, wo wäre ich dann? Ja, nun. Ich kann hier noch weg. Und ihr könnt sterben.
auch einer dieser Gegner, die ich ungemein lächerlich finde. Im Gegensatz zu dem Rest, was hier so rumschwebt. Ich kann jetzt auch die Strategie anwenden, dass ich mich einfach durchbombe. Durch dieses ganze Dingens hier. Durch die restlichen Räume, die es hier noch gibt. Aber das wäre ja auch lahm. Gut, warte, ich kann ja mal darauf bauen, dass hier noch irgendwo ein Tintedruck vergraben ist. Nö. Gut, hält sich das auch geklärt. Gehen wir ja nach unten. Können wir gleich zwei Räume mit einmal checken und Fragezeichen. Range Up ist zwar super, aber auch nicht die Pille, die ich jetzt unbedingt hätte haben wollen. So, gut, hier brauchen wir ja noch nicht mehr weiterschauen. Dann gehen wir jetzt hier nach oben. Dort erwartet uns voll fetter. Komm schon. Du musst die Bombe raushauen, bevor er wieder groß wird. Jo, das ist schon relativ knifflig. Super, und der Raum hier ist einfach nur arschig. Das war spitze. Einfach spitze. Es regt mich auf. Ich reg mich über mich selbst auf. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und fucking Polyphemus einfach da liegen lassen, wo es war. Dann hätten wir um einiges weniger Stress hier. Noch den Rock hätten sie behalten können. Mom's Pearl. Danke. Das behalten. Dämliches arschgesichtiges Fickspiel. Rage. So. Mal gucken, wer hier unser Boss sein wird. Und es ist toll. Fistula für Arme. Auch ein Gegner, der, ich will nicht sagen, ganz schön sackt. Vor allem, wenn ich nichts treffe. Na los. Komm, du letztes Ding. Ich weiß, dass du es auch willst. Ach, was ist was hier? Sterbt, ihr Scheißspinnen. So. Wow, ein Pentagramm. Das ist ja toll. Krampus. Du bist genauso super. Wie das, wenn du stirbst, hm? Yo, Lump of Coal. Bringt uns auch nichts. Aber hey. Erstmal haben. Ganzen super Items, die wir hätten haben können. Aber nein. Wir mussten ja unbedingt Dr. Fides nehmen. Ach, sterbt Slothith. Böp. Die Empress. Bringt uns auch nichts. Ja, wenigstens hier gleich der Boss. Ich meine, wir könnten jetzt noch hier rumwabern auf der Suche nach Spirit Hearts und weiß ich nicht, aber ich habe die Vermutung, wir werden mehr Bullshit verlieren, als wir hier kriegen. Balls of Steel. So. Schätzt euch glücklich. Ich hasse dich. Scheiß Laser, Gesichter, Augen. Wow, die haben mich jetzt dreimal getroffen, ernsthaft. Ich möchte eigentlich sogar sterben. Hier, Empress. Bam. Reingehauen. Darfst dich
jetzt als... Ja, warum können denn die beiden Hansen hier? Ernsthaft. So, jetzt aber, bitte. Stirb. Stirb. Mutter. Stirb. Ja, ist mir auch egal. Scheiß drauf. Ich hatte eine Vermutung, wo der Boss Room ist. Spider-Shitter. Ich glaube, die sterben sogar schon durch eine Bombe, oder? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Lass mich wieder zurück. Ich will zurück zu den Spinnen. Jo, ich sterbe durch eine Bombe. Super. Was haben wir hier? Mal gucken. Vielleicht ist der Boss ja auch hier. Oder nicht. Oder hier. Oder auch nicht. Warum kannst du durch fucking Steine durchschießen, ne? Kleines Fötus Ding. Das hast du nicht zu können. Ja, auch nichts. Warum gehst du nicht auf Tür? Geh auf. Verdammt nochmal. Oh. Gut. Hätten wir das geklärt, wissen wir auch, wo der Bossroom ist. Nice. Super, der eine Cent kann jetzt eigentlich hier stehen bleiben. Das ist sehr eklig. Ich muss einfach nur so weit wie geht kommen. Bouncer Key. Naja, das macht es nicht unbedingt schlimmer. Stirb. Sucker. So. Naja, es war nicht sonderlich klug gespielt. Ich weiß jetzt auch langsam nicht mehr, was ich hier... Ah, lass mich in Ruhe mit deinen scheiß Troll. Boah, ernsthaft. Ist jetzt Super War oder was? Lass mich in Ruhe. Gut. Jämmerlich sind wir doch. Oh ja. Oha. Nochmal Bamsaki. Nö, kannst behalten. Also ich muss sagen, Relic war gut. Seil war gut. Dr. Fields war gut und die ganzen Health Upgrades waren auch gut und trotzdem habe ich es geschafft, es voll gegen den Baum zu setzen. Ja. So. Ich will jetzt auch nicht gleich die Chariot verwenden. Ich werde, ich weiß nicht, was machen. Gut, dass man nicht so viele Bomben braucht. Kann eher weniger rumballern. Okay, das war uncool. Ich meine, ich habe immer noch mein Mushroom des Todes. Autsch. Okay. Das war doch machbar. Huch. Wir haben unser Mushroom. Awesome. Ja. Nee. Nee. Ja doch, das nehmen wir. Mr. Mega.
Ja, you feel blessed, nehmen wir auch mit. Ah, ist die Qual der Wahl. Links oben oder rechts oben? Ich entscheide mich hier erstmal für links oben. Wow. Hier, stirb. Ultra Krieg, oder wer auch immer du sein magst. Ultra kaputtig sollte ich dich nennen. Ha! Na, verdammt. Ich habe vergessen, dass der Laser schießt in alle Richtungen. Gut, dass wir jetzt Spirit Hearts kacken wie sonst was. Und unsere Bomben enormen Schaden machen. Enormen Schaden. Leider kein Boss. Schade. Gut, dass wir die beiden instant gefickt haben. Oh. Ich muss sagen, es läuft jetzt gerade wieder etwas besser. Bis wir in einen Raum kommen, der uns total abfuckt. Nicht der, aber vielleicht der nächste. So, hier kriegen wir noch Herzen und noch mehr Spirit Hearts. Puh. Also es scheint mir so, als ob das Game hier wirklich... Wow. Will, dass ich es hier bringe, Alten, heute. Das ist... fabulös, möchte ich meinen. Gehen wir nach oben. Wow. Ja, das war nicht so weltbewegend. Das war auch nicht so weltbewegend. Du stirbst und dein Pony stirbt auch. Warum stirbt dein Pony nicht? Was soll das? Wir sind ja nicht bei My Little Pony. Ponys haben wir nichts zu melden. Du schon wieder. Ich hatte doch gerade eben erst. Ja, da kann ich mich aber auch leicht selber ficken. Wenn der hier nur Fliegen spawnt, dann ist das ganz schön kacke für mich. Ja, yeah. Los, komm hier. Oh yeah. Also schön, wie wir uns so am Leben erhalten. Huhuhuhu, der Raum ist kacke. Der Raum ist kacke. Das ist genau der Raum, von dem ich sprach, dass er uns ficken wird. Ja. Ja. So, Panikreaktion. Ich würde jetzt noch versuchen, das Chariot irgendwie wieder voll zu kriegen, aber ich weiß nicht, das braucht, glaube ich, 6 Räume. Ach du Scheiße. Hätte ich es mal lieber hier verwendet. Nein, verdammt. Ja, Bullshit. In so einem Drecksraum verkacke ich. Wirklich. Ist doch... Ich habe andere Gegner voll fertig gemacht, die 15.000 mal mächtiger waren als scheiß Spinnen. Wow. Bräuchte ich. Was soll ich hier jetzt machen? Das wollte mich wohl irgendwie trollen. Danke, Game. Danke für... ich weiß nicht was. Super, ich habe 2 Herzen. 2. Beziehungsweise habe ich gleich nur noch 1. Ich hoffe, also ich bete dafür, dass das eine Suncard ist. The Fool. Naja, gut. Oder eher nicht gut. Haltet eure dämlichen Trollbomben für euch, ihr Bastarde.
Nein, 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 nein. So, und vor allem kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss jetzt Isaac gegenübertreten mit einem Herz und ohne alles. Krass. Oh, Blue Baby, stimmt ja. Und tot. Instant. Erst cool. Super. War eine super Aufnahme. Ich bedanke mich. Bis dahin, euer Dörfer. Ciao.